Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer mit einer neuen Folge Let's Play Super Mario Galaxy. Wahoo! Jo, und wir sehen uns wieder. Wir spielen eine weitere Runde hier Mario Reich und ich muss mal ein bisschen lauter den Ton wieder machen. Wo ist es denn hier? Wow, und ich habe gerade das Mikro mal wieder aufs Interessanteste weggehittet. So, jetzt stelle ich das noch ein bisschen höher, damit ich auch chillig zocken kann und gut sprechen kann. Hey Toad, was los? Diesmal kein Brief von der lieben Prinzessin. Was ist denn los mit der Prinzessin? Hat die uns etwa vergessen? Ist die nicht zur Post gekommen? Was denn da los? Hör mal. So, und ich muss euch was erzählen, Leute. Ich hatte einen ganz komischen Traum heute Nacht. Oder besser gesagt, das war in den Morgenstunden war der Traum, glaube ich. Das war so dermaßen komisch. Und zwar habe ich geträumt, da die Super Mario Galaxy zock, aber vergessen habe aufzunehmen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, was macht er denn da schon wieder? Warum träumt er von einem Spiel, das er Let's Playt? Aber ja, wirklich, in der Tat. Ich habe geträumt, ich saß irgendwie, ich saß in irgendeinem Raum, den ich gar nicht kenne. Also das war jetzt nicht irgendwie hier mein Zimmer oder Wohnzimmer, wo ich mir sage, ey, yo, das kennst du. Nein, da war irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, wo das war. Und auf jeden Fall saß ich da und habe das gespielt. Und hab vergessen aufzunehmen, hab dann natürlich Sterne geholt. Jetzt nehme ich aber auf, oder? Ja. hab dann Sterne geholt, die ich halt im Let's Player noch nicht hatte. Und dann habe ich mir überlegt, scheiße, wie machst du das denn jetzt? Jetzt musst du ja irgendwie den Spielstand von der Wii rüberziehen. Sagst du den Leuten dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ich hab das ohne Aufnahme gezockt, weil, warum, weiß ich auch nicht. Oder machst du das nochmal neu? Wie machst du das denn? Und ja, während ich dann so überlegt habe und mir nur gedacht habe, scheiße, ja, ist der Traum dann auch irgendwie vorbei gewesen. Ich weiß, Leute, so dermaßen komisch. Aber das hat man ja manchmal, dass man irgendwie so Träume hat, wo man sich einfach nur denkt, was war das eigentlich für eine Scheiße? Ja, so erging es mir zumindest heute Nacht. Wie war es bei euch? Habt ihr auch irgendeinen... Aua, aua, ja... Ja, für den Rainer Kalmund, da gehen wir jetzt nicht hin. Habt ihr auch irgendeinen Quatsch geträumt? Irgendwas, wo ihr euch so gedacht habt, irgendwie, was war das denn? Oh, die Schraube geht runter. Ah, sehr interessant. Ich habe mir das auf jeden Fall gedacht heute Nacht und habe mir schon gedacht, so, TT, ist noch alles klar bei dir oder soll man sich Sorgen machen? Und ich glaube, man sollte sich nur geringfügig Sorgen machen. Wenn ich jetzt nicht die nächste Nacht noch träume, ich nehme Hell Yeah auf, obwohl ich nichts aufnehme. So, komm, jetzt geh mal hoch da. Träume sind aber eh... Oh, hab ich? Oh, ich habe schon alle 5. Ich habe gedacht, ich hätte nur 4. Träume sind aber generell so eine Sache irgendwie. Dass ich manchmal träume ich so einen Quatsch. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Das geht schon gar nicht mehr. Und, ja, wenn ich ein bisschen daneben klinge, macht euch keine Sorgen. Es geht mir eigentlich gut. Es ist nur so, dass ich gerade aufnehme vor der Schule. Also so um 6 Uhr. Nee, Quatsch. Das auch nicht. Sondern ich nehme aber in der Tat vor der Schule auf. Und zwar hatte ich ja gestern im Isaac-Part, wer den gesehen hat. Habe ich ja gesagt, dass ich grandioserweise heute die ersten beiden frei habe. Und so ist es auch. Und ich habe gedacht, da ich gestern Abend sehr, sehr lange an Deutschhausaufgaben saß, die ich noch nicht beendet habe, weil das Vertretungsaufgaben für heute die ersten beiden Stunden sind und ohne Scheiß, ich habe noch nie so eine Kacke gesehen, aber okay. Und sie geht auch noch davon aus, dass ich für die ersten beiden in die Schule komme und die Aufgaben da mache, weil da drauf steht, ja, für die Aufgabe jetzt brauchst du wahrscheinlich Nachschlagewerke, wenn ich das Wort schon höre. Nachschlagewerke oder Internet, deswegen kannst du diese auch als Haus... Dem, dem, dem. Geschafft. War relativ einfach, das Level, fand ich. Nee, hier brauchst du wahrscheinlich Nachschlagewerke oder Internet. Und das kannst du dann als Hausaufgabe machen oder im SLZ, was bei uns Selbstlernzentrum heißt. Und ich denke mir so, ach so, das heißt, das impliziert ja praktisch, dass sie davon ausgeht, dass ich die Aufgaben davor in der Schule bearbeitet habe. Ja, wer kommt denn bitte bei Eva die ersten beiden Stunden, wenn keine Anwesenheitspflicht ist, dahin und macht die Aufgaben in der Schule? Da sollte mal jemanden finden, der das macht, ich aber mit Sicherheit nicht. Ja, und deswegen habe ich die eben zu Hause gemacht.
Und ja, ne, morgen fällt das auch aus. Hoffentlich fällt morgen auch noch so wie aus. Dann habe ich erst zur 4. und hab dann bis zur 7. und hab mittendrin nochmal eine freie Stunde. Oh, was ist das denn? Unser Captain Maulwurf Bubblegum ist wieder da. Du kleiner Bubblegummer. Irgendwie, also das ist das, was ich bei Mario Galaxy manchmal nicht verstehe, sind diese Anfangssachen hier. Das ist doch, also, habt ihr schon mal was Unnötigeres gesehen als diese Anfangssachen? Ich meine, jedes Mal, in jeder Mission braucht man dieses Stück da vorne nicht, weil man jedes Mal wirklich durch diesen Sternenring dann geht. Boah, ich wusste ja gar nicht. Ja. Und habe ich schon mal erwähnt... Boah, hab ich gerade ein Schwein gehabt. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Feder hier unglaublich unsympathisch finde? Ja, das ist natürlich auch super. Dankespiel. Großen Dank. Ach nö, jetzt kann ich alles nochmal neu machen. Ja, das ist natürlich, das sind diese Situationen im Leben eines Zockers, in denen man sich denkt, what, really? Nein, komm schon. Nein, nein, boah, bitte, oh Gott. Nein, komm schon, nein. Geh mal drauf da, ja, so, komm jetzt. Jetzt hüpft ihr mal einen zurecht und ich gehe die ganze Zeit mit dem Nunchuck mit, obwohl das vollkommen... Uiuiui, das war vielleicht ein bisschen knapp, obwohl ging, ne? So, dann lass mal gucken jetzt hier die Schoko-Rösti-Tafeln. Wer von euch mag Oreo-Kekse? Uiuiui. Wer von euch mag diese Oreo-Kekse? Ich will es wissen. Wer von euch mag diese Oreo-Kekse? Nein. Oh, ich glaube, ich muss da lang. Wer von euch mag diese Oreo-Kekse, Leute? Denn ich kenne viele, die schwärmen mir einen vor von diesen Oreo-Keksen. Und ich habe einmal diesen Oreo-Keks gegessen und hasse ihn. Ich hasse diese Oreo-Kekse. Ich finde die so abartig. Boah, Alter. Boah! Ja! Boah! War das knapp. Mein Gott. Nee, ich weiß nicht. Ich hasse diese Oreo-Kekse. Ich kann die... Oh, was ist das denn? Das erinnert mich so ein bisschen an Edmund Macmillan, Ether Mod. Keine Ahnung, Ether. Nein, deine Mutter! Entschuldigung. Entschuldigung für diesen harten, Diss gerade. Euch gegenüber. Ich wollte euch nicht dissen. Ach du Scheiße. Ei. Boah, so behindert hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Das ist ja wirklich die Höhe hier, das Level. So, habe ich es jetzt endlich geschafft? Was? Immer noch nicht? Wo, was? Ach so, ja, natürlich. Ja, ist mir jetzt egal, wenn ich die Sternteile nicht mitkriege. Hauptsache, ich habe das Ding getroffen. Ey, komm. Ja, natürlich, der kann da auch noch runtergehen. Ah. Ja, komm schon, Geschenk. Wo ist der Stern für mich? Ey, was? Sag mir nicht, ich muss die Affen auch noch... Doch, ich muss die Affen, glaube ich, besiegen. Nee, ich muss einfach nur die Kerzen auspusten. Ist ja mein Geburtstag. Kerzen auspusten. Hui. Ja, Kuchen lecker. Yay. Was? Es geht noch weiter? Hallo?
gönnt ihr mir auch mal einen Stern? Vielleicht einen? Das geht ja gar nicht mehr klar, Leute. Wie viel ist denn das? Okay, jetzt passt auf. Aber da ist der heilige Stern, oder? Nein, stimmt. Der Endboss ja noch. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. Ey, wie übertrieben ist das denn bitte? Komm, wo ist hier? Muss irgendwo so eine... Da unten. Das finde ich aber jetzt echt schon ein bisschen heavy overtribe. So, Nummer 1, mein Kollege. So, komm her. Boah, das war jetzt knapp. So, komm her. Und Nummer 2. Ja, der ist aber recht einfach. Also wenn man das mit der Steuerung so ein... Nein, 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 der ist nicht einfach. Ich habe gelogen, der ist nicht einfach. Komm schon. Bloß jetzt nicht sagen, der ist einfach und dann verkacken. Nein, der ist nicht einfach. Oh, 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 Leute. Schwerster Gegner seit... Oh, 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 langer Zeit. Schwerster Gegner, den ich je hatte. Ui, 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 ui. Der toppt alles. Ui, 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 ui. Oi, oi, oi. Oi, 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 der ist schwer. Der ist schwer. Oh, oh, oh. Der ist ja wirklich ein Hammer. Da hat Nintendo sich... Der ist wirklich schwer. Ah! Da habe ich den mega super duper Entensprung gemacht. So, jetzt komm mal her jetzt hier, Mario, ja? Jetzt gib mir das mal. So, und jetzt hörst du mir mal zu. Jetzt ist Schluch mit lustig. Yay! Wir haben den blauen Damian da mal eben kaputt gemacht. So, und da ist unser wohlverdienter Stern nach langer, langer Reise. Und komm schon. Dim, 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 lang verdient. Ja, Leute, und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Wenn wir jetzt ankommen und gespeichert haben, gibt's schon wieder einen Cut. Ist nur eine Folge, die ich aufnehme, da ich jetzt gleich dann auch schon in die Schule muss. Ich rendere das jetzt noch schnell, schubs euch das zum Hochladen hoch, also in die Upload-Liste. Und dann könnt ihr das heute Mittag sehen. Ja, ich hoffe, euch hat's wieder gefallen, Leute. Und ich hoffe, ich war nicht zu verpennt oder so. Auf jeden Fall kann ich noch nicht richtig lachen. Das ist so behindert, ne? Ich sag euch das ganz im Ernst, Leute. Ich wollte heute Morgen um 7 Uhr aufstehen und bin um kurz vor 8 aufgestanden. Ich weiß nicht warum, ich war gestern Abend früh genug im Bett. Nun gut, was soll's? Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen in Mario oder bis heute Mittag, beziehungsweise Nachmittag in Isaac. Tschüss.